Was geht, Chrissy am Start? Heute zeige ich euch, wie ihr einen Split-Screen-Spiegelungseffekt macht oder wie auch immer wir ihn nennen wollen. Wir steppen rein in Premiere. Ich habe hier meine Sequenz mit meinen Clips, wo ich den Effekt drauf machen möchte. Ihr könnt natürlich, falls ihr jetzt einen Clip haben solltet, den Effekt auch direkt auf dem Clip machen. Ich mache die Effekte lieber auf Einstellungsebenen. Dafür gehen wir in unserem Projektfenster mit einem Rechtsklick, neues Objekt, Einstellungsebene, übernehmen die Standardeinstellung, das sind nämlich die Einstellung unserer Sequenz und ziehe die Einstellungsebene über meine Clips rüber. Was ich nun machen möchte, ist der besagte Effekt von eben gerade. Dafür gehe ich in Effekte und suche mir den Effekt Wiederholung. Leg den auf meine Einstellungsebene und wie ihr seht, sind die Anzahl der Wiederholungen auf 2 gesetzt. Ich habe jetzt hier quasi mir einen schnellen Splitscreen gemacht. Das Ganze kann ich hier erhöhen, wie ich das möchte, bis 16-fach. Ich belasse es bei der Anzahl aber bei 2 und Premiere, CC oder seit den neueren Versionen sind Masken ja immer in den Effekten mit drin, wie ihr seht. Und was wir jetzt machen, ist uns eine 4-Punkt-Polygon-Maske erstellen. Das heißt, dass der Effekt jetzt nur auf dieser Maske angewendet wird. Was wir jetzt noch zu tun haben, wäre die Maskenausweitung bis an den Rand des Bildes zu machen. Und auch die weiche Maskenkante möchte ich extrem viel höher machen, damit das ein weicher Übergang ist. Und was wir jetzt noch zu tun haben, weil wir in der Mitte quasi unser normales Bild abgespielt haben wollen, die Maske auf umgekehrt stellen. Und schon haben wir den lustigen Effekt angewendet. Also wie ihr seht, je weniger weiche Maskenkante ich habe, umso mehr ist es so. Und je mehr ich habe, umso mehr geht das ineinander über. So bei 400 fand ich jetzt für den Fall super. Probiert euch aber selber aus. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ich kann euch weiterhelfen. Falls ja, Daumen hoch. Danke, ciao.